Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich heute wieder ein paar Dinge anzusprechen, ja. Und erstmal beginnen wir mit dem Hintergrund, den ihr gerade seht. Und zwar ist das ein Ghost Recon Phantom Alpha, also das Game heißt so, ja. Wie ich finde, ein richtig geiles Game. Vor allem, weil es das Free-to-Play im Steam Store gibt. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann holt es euch auf jeden Fall, es lohnt sich ohne Scheiß. Und dann kann man auch mal zusammen zocken oder so, weil das ist ohne Witz, das Game bockt sich richtig. Und ihr seht im Hintergrund, das ist ein bisschen geschnitten. Ich habe da so halt die, ja, ich sag mal, beste 10 rausgeschnitten, weil ich habe halt ein ganzes Match aufgenommen und da wird es an manchen Stellen halt ein bisschen langweiliger. Das ist halt in dem Spiel so, weil man muss halt recht taktisch vorgehen. Und erwartet da jetzt auch nicht irgendwie, dass ihr hier so voll das krasse Gameplay seht. Das ist bei dem Game nämlich nicht so. Da hast du eigentlich nie wirklich krasse, wenn du da irgendwie am Schluss von dem Game irgendwie so eine 10er Abschlussserie hast, also ist meiner Meinung nach schon richtig stark, weil du musst halt einfach die ganze Zeit taktisch vorgehen und alles. Aber wenn euch das jetzt gefällt, dann ladet es euch doch einfach mal runter. Ist, glaube nur 4 GB groß und das Free-to-Play ist wirklich stark. Und ja, also wie gesagt, nicht wundern, wenn ich das jetzt ein bisschen hier gecuttet habe und so. Damit kommen wir nämlich direkt zum nächsten Punkt mit dem Hintergrund-Gameplay. Und zwar wollen wir ein bisschen mehr Abwechslung in den Channel reinbringen. Was heißt das jetzt? Minecraft ist halt in letzter Zeit ein bisschen langweilig geworden. Wir haben da irgendwie halt, keine Ahnung, ihr wollt es ja wahrscheinlich auch kennen, wenn ihr irgendwie jeden Tag das Game zockt und irgendwie fuckt es halt in letzter Zeit echt ab. Vor allem die Community irgendwie ist auch immer ein bisschen, ja, es gibt halt immer manche Leute, die das Spiel irgendwie halt ein bisschen verkacken dann. Und es macht halt irgendwie einfach keinen Spaß mehr, aber nicht nur jetzt irgendwie wegen irgendwelchen Leuten. Keine Ahnung, es macht einfach keinen Bock, wenn du jedes Mal das gleiche Game zockst und irgendwann wird es halt auch langweilig, finde ich. Nur Minecraft Survival Games und so. Ja, ich glaube, es wird halt auch für euch langweilig zum Anschauen. Und deshalb dachten wir uns halt einfach, wir bringen hier mal ein bisschen mehr Abwechslung in den Channel und laden halt auch mal, wie ihr jetzt zum Beispiel sowas seht, ein Hintergrund-Gameplay. Und ihr werdet in nächster Zeit wahrscheinlich auch irgendwie bald zu MB2 oder so sehen, weil ich war früher, also meine früheren Zockerzeiten waren MB2 richtig krass noch. Und ich habe das Game aber momentan nicht und wird es mir wahrscheinlich holen und wahrscheinlich hole ich mir noch ein paar andere Games. Also lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Da wird wahrscheinlich auch noch ein Video dazu kommen und es wird auch richtig geil. Als nächstes möchte ich sagen, dass ich vorerst keine Zockerfakten mehr bringe. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe ein bisschen zu wenig Rückmeldung bekommen. Ich weiß, das war jetzt eigentlich nicht so krass. Ich habe da irgendwie ein Gameplay hinterlegt und habe da ein paar Zockerfakten vorgelesen. Also, ja, man könnte es bestimmt besser machen und das hatte ich ja auch vor, aber ich weiß nicht, mir fehlt halt irgendwie ein bisschen die Rückmeldung, weil ich habe ja auch immer so in Videos gesagt, ja, schreibt mal Kommentare und ich kann es auch verstehen, dass irgendwie da nicht wirklich Kommentare sind, weil wir haben ja jetzt noch nicht so wie überkrassen Klicks oder so. Aber wir freuen uns halt auch echt über jeden Klick und über jeden Daumen hoch und über jeden Abonnent. Das ist einfach krass eigentlich, wenn du das mal überlegst. Also auf jeden Fall kommt vorerst keine Zockerfakten mehr. Können natürlich sein, dass ich irgendwann wieder welche bringe und dann aber ein bisschen anderes Format, habe ich ja schon im anderen Video angekündigt. Und ja, dann kommen wir gleich zum nächsten Ding. Ja, ihr seht schon hier, ich mache ein bisschen viele Ankündigungen mal wieder. Und zwar ist das der Start von dem Minecraft PvP Event. Also wir haben, oder Till hat ja das Video hochgeladen mit Minecraft Claro, wo wir da ein bisschen drüber gelabert haben. Und nochmal an die, wo jetzt irgendwie keinen Spaß verstehen oder so, wie das entstanden ist, das Minecraft Claro. War so, Benny, das ist ein Kollege von uns, der managt das Ganze und der macht auch den Zauber und so. Und finde ich auf jeden Fall richtig fresh, dass er sowas macht. Und der hat da halt auch probiert, das gerade zu organisieren. Es ist halt ein bisschen schwer mit der Teamfindung, weil wir haben zwar jetzt schon Teams zusammen, es sind glaube 4 Teams insgesamt. Aber wir brauchen halt mal einen Zeitpunkt, wo alle Leute da sind. Bei denen allen ist es halt gerade ein bisschen schwerer wegen Schule und alles. Und wir kriegen da irgendwie nie einen Tag zusammen, wo wir alle zusammen sind. Also, keine Ahnung. Wir wollen es so bald wie möglich natürlich starten. Und ja, lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Das wird eigentlich auch noch bald kommen. Und dazu jetzt noch die kleine Geschichte, wie der Begriff Minecraft Claro entstanden ist. Ich denke mal, jeder von euch kennt Minecraft Baro. Und da kennt ihr halt bestimmt so, es gibt ja immer Leute, die so ein bisschen die Projekte irgendwie von anderen YouTubern faken, ja.
Und Till und ich saßen halt in der Dönerbude und haben da ein bisschen drüber gelabert. Ja, in der Dönerbude. Ich snack's easy mal Döner. Till hockt zu ihm dran und sagt halt so, ich weiß, wie wir das Projekt nennen. Minecraft, klaro. Da hab ich mir erst mal eine halbe Stunde weggeschmissen, ey. Und ja, so ist das halt entstanden, ne? Dazu wollte ich dann auch noch sagen, ne, eigentlich nicht. Ich wollte hier wieder die nächste Ankündigung machen, und zwar die letzte jetzt von dem Video. Und zwar will ich alleine ein Projekt starten, ein kleines. Und zwar würde ich so an einem Tag in der Woche so ein, ja, ich sag mal, auch wahrscheinlich ein Gameplay hinter reinlegen und so irgendeine chillige Musik in den Hintergrund reinschalten, da ein bisschen zu Real Talk machen. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, ja, Real Talk, ja, wie meinst du das? Willst du jetzt irgendeinen Scheiß einfach labern oder was? Ist ja voll langweilig. Und ne, ja, das ist anders. Und zwar wollte ich ein bisschen was erzählen, so was mich so abfuckt in meinem Real Life und alles. Oder auch was es für geile Sachen gibt und so. So auch ein bisschen so einfach Real Life und deshalb auch Real Talk, ja. Weil auch unser Name ja Real Captain ist, ja. Und richtiger Fuchs, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall hätte ich da auch richtig Bock drauf. Und ich würde auch ein paar Dinge ansprechen und die kennt bestimmt auch viele von euch. Und deshalb denke ich, dass es eigentlich ganz interessant wäre. Und das habe ich halt jetzt schon länger irgendwie mir so im Hinterkopf behalten, ob ich das mal machen soll. Und ich wusste jetzt auch nicht so richtig, weil ich hätte schon Bock, das mit Till zu machen. Aber, keine Ahnung, wir sind ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, auch beste Kollegen und wir kennen das natürlich schon alles, was wir, also was in so einem Real Life passiert, erzählen wir uns ja auch immer so, wenn wir CS chillen oder irgendwie ich mal bei Till bin oder er bei mir. Und, keine Ahnung, der wird wahrscheinlich auch ein paar Videos dabei sein, aber ich wollte es einfach ein bisschen alleine machen, weil, da würde ich ja wirklich einfach ganz gechillt mich hier richtig an meinen Schreibtisch hinballern, ja, und da einfach ganz gechillt ein Beat reinhauen und dann ein bisschen was labern. Und ja. Und ja, keine Ahnung. Und ja, Till wird da auf jeden Fall auch dabei sein. Ich habe gerade irgendwie voll jetzt Blackout gehabt, wie ihr gerade wahrscheinlich gehört habt. So war das dann ablaufen, ja. Und ja, keine Ahnung, ich ja jetzt irgendwie, warum ich das alleine mache, ich weiß nicht. Ich habe da halt Bock drauf und ihr wisst ja, wenn ich jetzt hier schon ein Video machen muss, dann verkacke ich es ja schon oft, irgendwie geradeaus zu labern. Und wenn ich irgendwie einen Kollege habe oder so, mit dem ich dann noch nebenher schnack, dann vergesse ich halt völlig, was ich sagen wollte. Deshalb mache ich das vorerst mal ein bisschen alleine. Dann war es das eigentlich auch schon von dem Video. Schreibt auf jeden Fall ein bisschen hier Comments, ob ihr auf sowas Bock drauf hättet, auf sowas Bock hättet und auch irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwelche Tipps oder ob ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt oder so. Und ja, dann bedanke oh mein Gott, ich bin einfach so verpeilt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wenn du das Video bis jetzt gesehen hast. Ja, Props an dich. Und ja, haut rein, bewertet das Video, schreibt Comments, das feiern wir immer ab. Also wenn ihr echt einen Kommentar schreibt, das auch sinnvoll ist, ja, dann werden wir euch auf jeden Fall auch antworten wahrscheinlich. Und ja, haut rein. Wir werden nicht vergessen. Easy. Ja, und schaut auf unserem Channel nochmal vorbei und so. Checkt mal ein paar Videos aus. Vielleicht findet ihr irgendwas, das euch gefällt oder so. Und ja, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst bleiben. Damit tschüss.